So, hast du deine Stiefel griffbereit? Gut. Nee, zieh mal wieder aus. Okay. Also die würde ich immer erst dann anziehen, wenn du es auch brauchst. Ansonsten ich wird der Aufstieg sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier klappt, ne? Doch, bestimmt. Ist das jetzt wie mit einer Ziege, oder? Ja, ist wie mit einer Ziege. Nur in schwerer. Was? Du schon wieder? Da muss ich einfach nur A drücken, ne? Hm. Du kannst kommen, so oft du willst. Es nützt dir doch nichts. An mir kommst du nicht vorbei. So. Wenn er vor dir ist, dann schnappst du ihn dir auf A und hältst gedrückt. Und fertig ist. Wo rollt der denn jetzt hin? Der rollt jetzt durch. Sollte ich dem hinterher? Nein. Okay. Guck mal, der hat alles kaputt gemacht. Was ist das? Ja, da lagen vorher Steine. Vorsicht, da kommt der Nächste. Nee, Schuhe und packen auf A. Na gut, Schuhe wieder aus und weiter. Ach, die kommen jetzt hier im laufenden Band. Genau, deswegen musst du zwischendurch immer mal ein paar Meter schaffen. Da kommt der Nächste. Schuhe wieder an, breit machen, A drücken, schnappen. Und weg. Kann ohne dich weiterrollen. Nächste. Und schnapp. Und weg. Schaffe ich das dann jetzt hier hoch? Ja, ja. Ich glaube, in dem Moment kommt keiner. Da lässt man dich noch in Ruhe. Kommt der Nächste. Oh, ein bisschen schneller. Aber das hilft ihm nichts. Weg. Der Goron Mitzwinger. Komm, ist hier noch einer? Gerade noch nicht. Aber da kommen Feuerpfeile. Du wirst beschossen. Ja, warte. Warte. Ich glaube, der kann mir helfen, oder? Kann er auch so Gegner besiegen? Ich denke. Auf jeden Fall zeigt er dir jetzt einmal, wo sie alle stehen. Kann ich mit dem auch so mehrfach? Nee. Kannst an dem mal ausprobieren, ob er überhaupt was macht an dem. Kommst du zurück? Nee, du musst den dann neu rufen. Ich bin gut. Du bist sehr gut. Das hast du sehr gut gesehen, dass da was gibt. Wie hätte ich denn jetzt sonst? Okay, mit meiner Zwille. Mit der guten Zwille. Ja, okay, aber mit Vogel ist cooler. Mit Vogel ist viel cooler. Da fliegt. Ja. Da fliegt. Da ist auch einer. Und den könntest du vielleicht noch mit der Zwille treffen. Ja, aber muss ich warten, bis aufhört wahrscheinlich. Patsch. Und an dem anderen probierst du jetzt mal, ob du das noch kannst. Und patsch. Guck dir doof. Erledigt. Oh, irgendwo ist noch einer. Da oben. Ah. Oh Gott. Chaos. Er rennt zu weit weg, sonst siehst du ihn auch nicht mehr. Ach, da oben. Siehst du? Ja. Ich weiß nicht, ob du so weit kommst. Oh, Boomerang? Ne, kommt auch nicht so weit. Ein bisschen höher. Ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen höher. Oh, Treffer. Gut. Und ansonsten kannst du einfach weitergehen. Da ist noch einer. Hm. Er sieht dich aber noch nicht. Ha. Bing. Den hatte ich schon angeheult. Mhm. Komme ich eh nicht hoch? Dann kommt jetzt hier wahrscheinlich der nächste Corona. Könnte sein.
Ich fasse die Musik weg. Man hört nur psch, psch, psch. Nein, das ist der Vulkan. Der gerade so ein bisschen mal wieder ausbricht. Ja, da fällt die ganze Zeit alles runter. So. Ich glaube, du bist gesehen. Ja, die können nicht so gut hüpfen. Hüpfen ist nicht okay. So deren Stärke. Ich glaube, der geht jetzt Bescheid sagen, dass hier ein Fieser ist. Der ist gerade in die Basis gelaufen, ja. Aber genau da willst du auch hin. Muss ich gegen die jetzt da unten kämpfen? Ja, ein bisschen. So Ringkampf? Nee. Komm, mach mal deine Karte auf. Siehst du, der Pfeil. Nee, ist gar nicht kein Pfeil. Das Fähnchen zeigt auch, du willst da oben hin. Ja, ja. Aber wenn die mich angreifen... Dann hast du ein Au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das solltest du in dem Moment nicht machen, wo sowas Großes kommt. Was kommt da? Ein großer. Was ist das? Verdammt, das ist ja mal wieder unheimlich. Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Todesberg. Der ist auf jeden Fall heiß. Ah ne, da komme ich her, ne? Mhm. Du musst jetzt da hoch. Ja, aber wie? Tja, das ist die Frage. Was ist das? Oh. Geh weg, geh weg. Geh weg. Lass mich hoch. Ein kleiner Durchgang. Mit einem Stein im Weg. Ist er weg? Der geht aber nicht weg. Warum? Weil der im Weg ist. Toll. Und jetzt? Muss zurück. Aber das wäre so toll gewesen. Ja, aber das wäre auch viel zu einfach. Und wie soll ich da hochkommen? Ganz einmal den Goron fragen, vielleicht hilft er dir ja. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nee. Ja, der sah freundlich aus. Der ist mit offenen Armen auf dich zugelaufen. Na, ich krieg jetzt aber erstmal mit dem Bumerang. Ich hab gehofft, dass er dann sich so klein macht. Ja. Damit ich dann hier hochgeschossen werde. Das ist genau der richtige Weg. Aber das macht er nicht, wenn man den mit dem Bumerang bewirft. Gegen den kämpfen? Muss man schon ein bisschen rabiater werden. Vielleicht benutzt du mal dein Schwert und rollst nicht um ihn drum rum. Sehr gut. Nach Startschwierigkeiten, sehr gut. So. So, nach links geht's weiter, um da hochzukommen, aber da rechts ist auch irgendwas da oben. Der Trick ist, den ersten Schlag von denen einfach mit dem Schutzschild abblocken. Nee, lass ihn zuschlagen. So, und dann kannst du zurückhauen. Weil der haut dann gegen dein Schild und da tut ihm weh und dann kannst du zuschlagen. Oh, sehr gut, jetzt bist du sogar hier. Was kann ich hier? Nix, wieder runterhüpfen. So hoch wolltest du nicht. Du wolltest eigentlich da drunter weiter. Okay. Oh, wartest du jetzt, dass ein großer Stein kommt und dir wehtut? Oder wann gehst du frei? Nee, ich wäre ja auf die andere Seite gegangen. Wieso auf die andere Seite? Ja, weil du doch da oben weiter wolltest, oder nicht? Du hast gesagt, da runter. Ja, aber schon da auf der Seite runter, dass du da oben bleibst und nicht wieder unten vorm Goron stehst. Gerade Möppe.
Du rollst immer. Jetzt benutzt den Bumerang. Benutzt mal den Knopf dazwischen. So, in die richtige Richtung gucken und dann nach vorne drücken. So, und jetzt auf der Seite runter. Sicher? Ja. Auf der anderen Seite würdest du doch wieder vor dem Goronen landen. Ich wusste ja gar nicht, ich hatte gedacht, das wäre, wo ich eben schon mal rumgelaufen bin oder so. Ja, das wäre die andere Richtung gewesen. Da ist noch ein Herz. Da unten müsste das sein, wo dein kleiner Durchgang eben endete. Oh, die machen da Pause. Was überlegst du? Wo ich jetzt hingehe. Okay. Ob ich da mal runterspringe? Ja, was soll passieren im schlimmsten Fall? Dass sie mich angreifen. Ja, dann musst du dich halt wehren. Nee. Du bist ja schon groß. Wenn das nicht muss. Oh, vielleicht gibt's da unten hier was. Das sieht auf jeden Fall nach einem Laden aus, ne? Ja, dann hüpf doch mal runter. Sicher? Ja, was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall... Dass sie mich angreifen! Ja, sehen nicht so aggressiv aus. Außerdem ist das eine schön warme Quelle. In letzter Zeit finden kaum noch Ringkämpfe statt. Man langweilt sich wirklich ohne Ende. Naja, die jungen Goronen haben eben einfach kein Interesse mehr am Ringkampf. Don Corone war in den jungen Jahren unschlagbar, aber das ist lange her. Mittlerweile gehört er auch schon zu den Ältesten. Willkommen! Wie wäre es mit einem Andenken an die Therme? Hier gibt es zum Beispiel Pfeile, Lampenöl, ein Holzschild und Milch. Ganze Flasche. Ganze Flasche Milch, also zwei Portionen, kostet 20 Rubine. Willst du? Danke für den Einkauf, dann fülle ich die Milch gleich in deine Flasche. Du erhältst Milch. Siehst du mal, die sind total friedlich, weil die sind da am Entspannen. Wenn du wieder in die Therme kommst, schau gerne mal bei mir vorbei. Ein Gorone kämpft nicht, wenn er im Wasser liegt. Ja, das weiß ich doch nicht. In den heißen Quellen kannst du dich aufwärmen. Das hilft, wenn du wieder zu Kräften kommen willst. Auch wir Goronen müssen uns ab und zu erholen. In der heißen Quelle kannst du dich aufwärmen. Das hilft, wenn du wieder zu Kräften kommen willst. Auch wir Goronen müssen... Den gleichen angewählt? Ne, ich glaube, die reden einfach das Gleiche. Ah, nee, doch nicht. Es gibt nichts über ein Bad am Morgen. Ich liebe es, im Bad liegend den neuen Tag zu begrüßen. Ist das Wasser schön warm. Hey, was macht denn ein Mensch hier? Haben die Ältesten nicht gesagt, Menschen dürfen sich diesem Berg nicht nähern? Ich bin kein Mensch. Na gut, geht mich wohl nichts an. Du willst doch sicher nur dich in der Therme erholen, oder? Ja, ja. Genau das wolltest du. Komm, ich. Du bist von oben runtergehüpft. Du kommst von nirgends her, du bist gehüpft. Und wo gehst du da hin? Weiß nicht. Geh okay. Hin. Geh doch einfach hin und guck. Ich dachte, da kam ich her. Nee, du bist von oben reingesprungen. Und hattest ja Angst, da rein zu springen. Okay. Wieder so ein Stein. Was kann ich mit dem Stein machen? Zurzeit nix. Aber muss ich Wolf für sein? Nee, das ist auch nicht so ein Stein. Ach so. Der Wolfstein, der hat selber so einen Jauleton gemacht. Und der hat ein Loch. Und der Wind durchpfeifen konnte. Siehste, war halb so wild, dass hier reingesprungen bist. So. Aber hier kommt. Das bringt mir. Gar nichts? Ne. Halli muss hier hoch. Jo. Was? Ja, ich wollte nicht ganz so weit am Rand. Hast du Angst, dass du runterplumpst? Ja. So, da kamst du her. Okay. Der guckt auch schon wieder so böse. Ja.
Guck schon mal, wo du Schwert hast. Einfach den schlagen lassen. Einfach gar nichts machen. Lass ihn dich hauen. Und jetzt schlägst du. Ja, das. Okay, hat noch gereicht. Muss hin? Ja, da hoch. Nein. Ja, das muss ein bisschen schneller gehen, das Drehen. Oder du musst dir von der anderen Seite angreifen. Auf! Warum wartest du? So, und nach vorne drücken. Ups, da bist du oben. Hört die auf? Mhm. Warum? Weil der nicht aufhört. Und jetzt? Ja, du hast ja, das ist ja nur heiße Luft. Das ist ja so schlimm, ist das ja nicht. Guck mal, es tut noch nicht mal weh. Du müsstest nur irgendwas haben, dass du nicht immer umfällst. Mhm. Tidim. Ich habe Angst. Dann solltest du dich weiter bewegen. Dann brauchst du auch keine Angst haben. Du darfst nur nicht anhalten. Oh, nee, ja. So funktioniert das ja nicht. Ja! Nee. Ich hab A gedrückt! Nein, ich glaube, du hast gehauen. Nein, ich habe A gedrückt! Aber du hast mit dem Schwert so gemacht. Ja, da kann ich ja nichts für. Ich hab A gedrückt, definitiv. Und danach habe ich vielleicht B gedrückt. Also. Na gut. Vielleicht wusste die Wii auch nicht mehr, was A und B ist. Vielleicht hat die sich vertan. Oh Gott. Okay. So geht's auch. Guck mal, direkt der nächste. Anvisieren. Und. Okay. Der liegt schon. Ja. Okay. Und hopps da hoch. Und schon bist du da. Vielleicht guckst du mal, was in den Fässern ist. Ja. Ja, oh, immer diese unnötigen Tipps, ne? Ich habe immer Angst, wenn du Zäune hochkletterst. Hier ist eine Absperrung, damit man hier nicht runterfällt. Ich kletter mal drauf. Das hast du sehr souverän gemacht. Guck mal, 4 Herzen. Du hast noch Milch dabei. Was willst du mir damit jetzt sagen? Dass du 4 Herzen hast und Milch dabei. Ja. Und jetzt kannst du mal dem Chef gegenübertreten. Jetzt gibt's Möppe. Was? Nein! Was muss ich machen? A drücken, wenn die kommen. Hey, Schluss jetzt. Dieser Kerl ist sowas von stark. Gegen den habt ihr nicht mal alle zusammen eine Chance. Genau. Kazala. Ich bin einer der Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Corone. Zurzeit führe ich anstelle unseres Oberhauptes Krogor die Goronen an. Kommst du aus dem Dorf am Fuße des Berges? Dass du es bis hierher geschafft hast, eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber hier beginnt der für unser Volk heilige Ort. Wir können nicht zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? Nein. Habe ich mehrere Chancen, den zu besiegen? Nein, wenn du ihn nicht besiegst, dann wird der Spielstand vorbei, ne? Wird der Spielstand gelöscht und du musst wieder von ganz vorne anfangen. Auf mich zu verarschen. Natürlich hast du mehrere Versuche. Du hast so viele, bis du es schaffst. Okay, wie war das? Du kannst ausweichen, schlagen und packen. Aber packen, ne? Mhm. Wie war schlagen? Mhm. Und immer anvisieren. Ne, anvisiert ist der automatisch. Anvisiert? Sicher? Ja. Ich meine ja. Du hast nicht anvisieren drücken müssen. Und? Hauptsache in voller Montur. Natürlich. Ja, du hast gerade keine Wechselklamotten. Soll mit. Ich die Stiefel anziehen? Das wäre ganz, ganz gut, ja. Okay. Das hatte sich schnell erledigt.
So kann das nicht werden. So schmächtig wie du bist, bist du viel zu leicht. Du hast keine Chance. Versuch es später nochmal. Erst anziehen, erst anziehen. So. Oh, was gibt's? Willst du nochmal kämpfen? Du lernst wohl nie. Na gut, dann kämpfe ich halt mit dir. Ich glaube, am Anfang war direkt A drücken, oder? Zum Angreifen. Ist ausgewichen. Und schnell A drücken. Zum Wehren. Jetzt kannst du ihn einen hauen. Oder packen. Oh, die Kante ist nah. Ja. Mein fertig. Ah. Oh nein. Am Rand. Schlagen bringt nichts. Schlagen bringt nichts? Nee. Okay, dann ausweichen. Puh, mutig bist du ja, aber mehr steckt auch nicht dahinter. Versuch später noch. Was? Was gibt's? Willst du nochmal kämpfen? Du lernst wohl nie. Na gut, dann kämpfe ich halt mit dir. Da! Guck mal, wie du ihn hier geschnappt hast. Und weggedrängelt. Ausgewichen und... Da! Jetzt! Jetzt machst du richtig Meter gut hier. Und, ja, ich würde lieber nach links gehen. Jetzt! Und weg mit ihm! Bam! Alle Achtung, du bist gar nicht schlecht. Soll ich dir etwas verraten? Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Es ist uns vier Ältesten zum ersten, als es uns vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Grogor die Sache angesehen. Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, den uns die Lichtgeister anvertraut hatten. Grogor wollte ihn an sich nehmen, aber gleich, nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnormale Kreatur verwandelt. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben. Er war völlig verwirrt, und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Grogor helfen. Sicher waren es die Lichtgeister, die dich hierher geführt haben. Ich, Don Corone, bitte dich in aller Demut, unserem Volk zu helfen. Hey. Ihr, lasst den Jungen passieren. Gehe ich jetzt einfach oder rede ich nochmal? Kannst auch nochmal mit dem reden. Wir haben im Inneren des Berges Fallen aufgestellt, die den Schatz vor Eindringlingen schützen. Außerdem haben wir dort überall Monster angesiedelt, seit diese Veränderung begonnen haben. Nee, haben Kann sich. Ich. Haben die gar nicht selbst gemacht. Es wird wohl nicht leicht werden, den Kerker zu erreichen, in dem wir unser Oberhaupt eingesperrt haben. Sei also auf alles vorbereitet. Klar. Der Älteste hat es also genehmigt? Gut, dann will ich dich ausnahmsweise durchlassen. Wenn du schon reingehst, komm nicht zurück, ohne unserem Oberhaupt zu helfen. Naja,